Piep. So, hier geht's weiter. Und zwar mit DigiCharat. DigiCharat ist ein absoluter merkwürdiger Manga, der ja einfach nur auf Niedlichkeit und What the fuck basiert. Also es sieht niedlicher aus, als es letzten Endes dann ist. Es geht viel mit Gewalt und es ist nicht so, dass du jetzt hier der Gore oder so raus und Blut rausspritzt, aber es ist nicht für Kinder geeignet, auch wenn man es vielleicht denkt, dass es so ist. So, dann haben wir hier Narutaro. Narutaro ist ebenfalls nichts für Kinder. Das denkt man vielleicht bei diesem Cover, oh, Digimon und so. Ja, nein, nicht. Ich zeig mal ein schönes Bild, was eventuell zeigen könnte, dass es kein Digimon ist. Ja, sowas zum Beispiel. Ja, der Drache ist jetzt nicht so schlimm gezeichnet, dass man denken könnte, dass das Ganze irgendwie kein... Also ich finde es halt wirklich witzig, dass der Manga die Covers so harmlos gestaltet. Guck mal, hier sieht man eine Hexe. Voll schön. Ja, und hier ein kleines Schulmädchen. Und hier, okay, gut, hier, das könnte das Ganze ein bisschen, das fasst Narutaro so ein bisschen zusammen. Du denkst erst so, oh, guck mal, ein Mädchen und das ist voller Blut. Okay, deswegen steht hier auch ganz dick Adult, das heißt für Erwachsene. Ganz klar steht auch hier, also nicht, dass die hier irgendwie einen verarschen wollten oder so. Egmont wusste das schon ganz genau, wusste das schon ganz genau. Und hat deswegen, dieses Cover mit dem Siegel hier versehen. Was sagt man zu Narutaro? Ich habe die Review hier gegeben und ich bin eigentlich hellauf begeistert. Wenn ihr mehr zu Narutaro wissen wollt, solltet ihr am besten mal die Review checken. Die ist irgendwo auf dem Kanal. Gebt einfach Narutaro ein, dann werdet ihr es finden. Wie schreibt man Narutaro? So. Narutaro. Ganz normal. Gut? Okay. So. Na. Dann haben wir einer meiner absoluten Lieblingsharem. Es ist so, ich habe mir Girls Bravo gekauft. Ich wusste, dass es ein Harem ist. So von Anfang an. Ja, natürlich ist es ein Harem. Ja. Und es sieht auch aus von außen wie der typische, ja, es geht nur um Mädels und bla und blub und Titten und nach, hast du nicht gesehen. Aber Leute, wisst ihr was? Es ist tatsächlich so, dass es genau meinen Humor getroffen hat. Es ist oft ein perverser Humor, genau mein Ding. Außerdem ist auch einfach der Humor, auch außerhalb diesem Bereich, einfach nur witzig. Super in Szene gesetzt. Die Kapitel sind nicht langweilig. Obwohl sie eigentlich wenig Szeneriewechsel machen, machen sie es eigentlich genau richtig. Ich war richtig enttäuscht, als bei Band 10 hieß, ja, jetzt ist fertig. Ich so... Ja, also da kann mir echt keiner sagen, dass die da irgendwas falsch gemacht haben bei diesem Manga. Nicht ein Stück haben die falsch gemacht. Und ich finde einfach, das, was sie gemacht haben, haben sie richtig gemacht. Das haben sie richtig gemacht. Und Girls Bravo gehört für mich heute zu einem der besten Harem, Anime und Manga, die es überhaupt gibt. Da mögen jetzt vielleicht viele sagen, aber Strawberry 100% ist doch viel besser. Und das habe ich auch schon gehört in den Kommentaren. Das mag für viele so sein. Ich sage auch nicht, dass Strawberry schlecht ist, zum Beispiel. Ich liebe Strawberry. Oder Ichigo, besser gesagt. Ichigo 100%. Aber Girls Bravo hat es mir einfach mehr angetan. Ich weiß nicht, warum. Ich kann es nicht erklären. Das ist einfach Magie. Gut, gehen wir ein Stück runter. 9 Minuten habe ich hier noch auf der Cam. Dann ist hier fertig, Ende Gelände. So, gucken wir mal, was haben wir hier? Der Weg von Sonne und Wind. Gleicher Macher wie Someday Streamers. Ich fand Someday Streamers so toll, habe ich bei einem Kumpel gelesen. Und habe mir dann Der Weg von Sonne und Wind geholt. Werde ich mir auch kaufen. Es ist zwar ein Jojo, aber es ist so schön gezeichnet. Es ist so schön gezeichnet und so atmosphärisch und ich liebe es, wenn man eine einzige Atmosphäre auf einem Bild so einfangen kann. Hat man für mich persönlich echt gewonnen. Einfach nur gewonnen. Midori Days.
oder auch Midori no Hibi genannt. Habe ich nicht weiter gesammelt, aber ich habe es vor, weil ich ihn liebe, den Anime, unglaublich, und wollte einfach den Manga auch dazu haben. Ewig und für immer. Parallel. Gleicher Zeichner von Pastel. Nur ist Pastel irgendwann mal einfach in Deutschland gedroppt worden, wo ich tierische Kotze gekriegt habe. Habe es deswegen verkauft. Habe mir dann parallel geholt und habe bemerkt, hey, es sind eigentlich nur 4 Bänder. Das heißt, oder 3 sogar. Das heißt, mir fehlt entweder einer oder 2 Bänder. Und dann werde ich parallel mal richtig durchlesen, weil ich mochte seine Art, wie er zeichnet, wie er eine Beziehung darstellt zwischen zwei jungen Menschen, also noch sehr jungen Menschen, sage ich mal. War sehr schöne Geschichten auch immer dabei. Dann ein englischer Band von Murder Princess. Wenn ihr vielleicht so ein bisschen schaut. Ja, gleicher Zeichner, Sekiko Inoue, deswegen habe ich es mir auch geholt. Schöner, dicker Band, einziges Problem ist, ja, ich habe beide Bänder bestellt und dann hieß es, ja, wir haben dir nur den zweiten Band geschickt, weil der erste nicht mehr da ist. Okay, toll. Dann habe ich also nur den zweiten bekommen und ja, dann, ich konnte nicht mal mehr sagen, nee, will ich nicht mehr. Naja, gut, dabei war noch Harui dabei, Suzumiya. Ich bin ganz ehrlich, ich lese nicht gern Englisch. Im Internet lese ich meiste Zeit Englisch. Ich schaue mir auch viele Anime mit Subtitles an, Englischen. Habe ich gar keine Probleme mit. Aber so jetzt hinsetzen, hier so auf in meine Penner-Ecke hier und da so aufschlagen und Manga Englisch zu lesen, ist fucking anstrengend für mich. Ich weiß nicht warum. Aber ich bin es einfach nicht gewohnt. Vielleicht muss ich mich mal dazu zwingen. Wobei, es kommt halt immer drauf an, ne? Harui fand ich jetzt gar nicht mal so gut, muss ich sagen. Also, da war der Anime irgendwie interessanter. Aber was wirklich gut war, wo ich mir den zweiten Band auch noch holen möchte, unbedingt, ist Higurashi When They Cry, der Manga. Weil der ist richtig, richtig gut. Der ist richtig, richtig gut. Und sogar auf Englisch ist der richtig, richtig gut. So, da haben wir Nadeshiko Band 1. Kommt es einem irgendwie bekannt vor? Ja, ich habe das Ding doppelt, deswegen... Also den ersten Band. Ich habe mir so ein Pack geholt, wo 1 bis 4 dabei war und boah, dann ist halt, habe ich halt nochmal ein Band. Wer will jemand Band 1 von der Nadeshiko haben? Ich verschenk's. Ja, und dann von der Zeichnerin von Azumanga, Yotsuba. Yotsuba ist cool. Yotsuba ist richtig, richtig cool und da gab es auch lange Zeit keine weiterführenden Versionen von. Das heißt, 1, Band 2, Band 3, Band 4 und dann hat's aufgehört. Und ja, ich habe halt die Bänder gebraucht, ne? Und deswegen habe ich dann auch aufgehört zu sammeln für kurze Zeit. Jetzt gibt's es scheinbar wieder. Jetzt könnte ich eigentlich mal wieder zuschlagen. Ich will auf jeden Fall mehr von Yotsuba sehen, weil ich den Humor geil finde. Ich mag dieses kleine, naive und doch irgendwie erwachsene Mädchen. Das ist witzig. Witzige Geschichten. Und dann haben wir die Monster Collection, die ist auch noch nicht ganz vorbei. Das ist ein typischer edgy, ja, wobei edgy gar nicht mal so viel. Also so ein Fantasy-Manga, wie ihr es so kennt, mit Dämonen und Monsterbeschwörungen und bla. Und irgendwie hat der mir es angetan. Es ist nicht so, dass er ultimativ super ist, aber irgendwie hat er mir angetan. Es ist einfach so wieder wahrscheinlich einfach so ein Trash-Manga, den ich einfach nicht loslassen kann. Schlimm mit mir. So, holen wir den ganzen Stuff hier mal raus, damit wir hier noch ein bisschen tiefer reingehen können in die Materie. So, da haben wir einmal mal Gundam, Blue Destiny auch noch nicht gelesen. Aber ich bin, wie gesagt, auch nicht so, für den einen oder anderen wird es kennen. Mir haben die alten Bilder ziemlich zugesagt, weil ich bin ein Sucker für so alte Bilder. Aber so im Grunde... bin ich nicht so der Gundam-Fan. Ich mag einfach die auch die Roboter nicht. Ich finde die hässlich. Entschuldigung an alle Gundam-Fans, aber mag die einfach nicht. Dann haben wir von Oh Great, Burn Up Excess und W. Also Burn Up, W und Burn Up Excess. Von Oh Great gemalt, gezeichnet. Vom Schöpfer von Tenyuten steht da oben noch. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist das. Schaut es euch an, es ist das. Das und nichts anderes. Gewalt, also Peng Peng, und das hier, Titten. So, mehr gibt es da drin nicht. Es ist ganz okay. Kann man sich mal angucken. Dann, Detektiv Conan.
die Versus Kaito Kid. Ein sehr schöner Sammelband, vor allem wenn man nicht permanent alle Detektiv-Con-Bänder haben will, sammeln will. Hier ist so, ich sag mal, das Best, die Best-of-Fälle von Conan, wo Kaito Kid der Hauptrivale, sag ich mal, ist. Ich habe mal gehört, dass da alle Fälle drin sind. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Hahaha, das ist nicht der Fall. aber es sind die Best-of, also die beliebtesten Fälle drin in diesem Sammelband hier. Und es reicht auch, das ist ziemlich gut. Es sind, glaube ich, drei Fälle drin, die es ordentlich in sich haben. Macht Spaß, auf jeden Fall. Für Conan-Fans sowieso. Dann haben wir hier ein paar Einzelbänder. Hier ist so meine Einzelband-Version hier gerade. Bis hier. Ja gut, theoretisch bis... Naja, egal. Alive ist ein Horror-Manga, ein Horror-One-Shot, der um eine Hexe geht. Und es ist ziemlich gut. Es ist ziemlich gut. Noch besser finde ich Tsumitsuki. Tsumitsuki hat mir sehr gut gefallen. Vor allem wegen diesem frechen Fuchs hier. Tsumitsuki ist kein witziger Manga. Das ist auch ein Horror-Mystery-Manga, der eher für Erwachsene gedacht ist. Aber ich habe viele schlechte Kritik über den Manga gehört, wo ich dann echt sage, finde ich eigentlich gar nicht. Mich hat der Manga ziemlich in den Bann gezogen und ich musste sogar bei einem Charakter an einen Kumpel denken, dass das Ganze noch witziger gemacht hat für mich beim Lesen. Dann haben wir Kizu. Kizu ist ein Manga, der ja ein One-Shot-Drama-Manga, könnte man sagen. Der ist in einer Szene irgendwie ziemlich fies ist für mich, meiner Meinung nach. Er ist auf jeden Fall gelungen, aber er hat eine ganz fiese Szene drin, wie ich finde. Wo ich einfach so als Mensch gedacht habe, nee, das kann man nicht machen. ich muss mich ein bisschen beeilen. 2 Minuten und so. Ja, Precious Lies ist mein absoluter Lieblings-One-Shot-Manga, weil er so vieles richtig macht und auf den Punkt kommt und es ist Mystery-Thriller und für mich gibt es fast nichts Geileres als Mystery-Thriller. So, dann haben wir hier Can You Hear Me? Can You Hear Me war ein sehr, sehr fantastischer Manga, der eine richtig schöne Geschichte hat. Oder eine richtig tolle. Schön ist vielleicht so ein bisschen in Anführungsstrichen, aber eine tolle Geschichte. Dann haben wir Kachika von Akira Toriyama. Auch sehr geil. Sehr Spaß gemacht. Das ist so ein Einbänder. Ebenfalls ein Einbänder von Eiichiro Oda, Wanted, mit mehreren Geschichten, unter anderem die Prototyp-Geschichte von One Piece, also wie er es eigentlich vorhatte und dann doch geändert hatte. Auch sehr geil. Hier einfach Just for the Lulz, weil ich mal wieder einfach mal Bock hatte auf ein paar Conan-Fälle, habe ich mir einfach mal 3 Short-Stories geholt. Die sind im Endeffekt eigentlich ziemlich unabhängig, außer dass der letzte Fall beim nächsten Band weitermacht. Aber ansonsten sind die ziemlich unabhängig, sind einfach nur Fälle. Kann man sich einfach random mal drin einen gönnen. Ich fand es eigentlich ganz witzig. Dann Cyber Kuro-chan wurde leider abgebrochen, finde ich voll schade. Yakitate Japan will ich auch auf jeden Fall noch weiter sammeln, weil es ist einfach geil. Shonen mit Brot. Mehr sage ich dazu nicht. Legend of Mana, auch sehr geil. Leider aber ziemlich schwierig zu bekommen heutzutage. Hiroki Endo Short Stories sind sehr geile Short Stories, machen richtig Spaß. Sind sehr, sehr geil in Szene gesetzt. Und zum Schluss Majora's Mask, Ocarina of Time und Ocarina of Time von Zelda. Auch sehr geil, als Zelda-Fan vor allem. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal.